25 Jahre lang beste Dienste erwiesen hat. Das Fahrzeug war immer in unserem Familienbesitz und nach nun mittlerweile 287.738 Kilometern heißt es Abschied nehmen. Und nachdem ich sage immer, ja, ich bin quasi in diesem Bus aufgewachsen, seitdem ich ein Jahr alt bin, gab es diesen Bus in meinem Leben. Das heißt, ich verbinde sehr, sehr viele Erinnerungen mit diesem Fahrzeug. Ich möchte nicht, dass diese Erinnerungen in Vergessenheit geraten und das passiert mir aber leider Gottes relativ oft, weil ich bin ein bisschen ein... mein Gedächtnis ist nicht das Beste, sagen wir, also diplomatisch ausgedrückt. Und ich habe jetzt deshalb in allerhöchster Zeit, mir sind nämlich genau 2 Tage dafür zur Verfügung gestanden, habe ich mir den Bus geschnappt, bevor er verkauft wird, um ihm sozusagen ein kleines Denkmal in Form von bewegten Bildern zu setzen. Für mich das beste Auto der Welt und ich bin mir ziemlich sicher, dass egal was ich noch erleben werde, ich glaube nicht, dass ich noch ein anderes Fahrzeug auf 4 Rädern von diesen Drohnen stoßen kann, weil dafür sind die Erinnerungen an das Fahrzeug einfach viel zu wichtig und viel zu schön. Der Bus entschleunigt enorm, also man könnte damit schneller als 100 Stundenkilometer fahren, man möchte es aber nicht. Lustig war dann aber, dass ich als Kind natürlich nicht verstanden habe, warum meine Eltern mit dem Bus so langsam fahren. Und das war, also ich kann mich erinnern, auf der Autobahn war das für mich wirklich unangenehm, wenn wir da von den diversen Reisebussen und manchmal sogar LKWs überholt worden sind. Also ich habe mich da immer auf der Rückbank dann irgendwie versucht zu verstecken, weil mir das so peinlich war. Dieses Fahrzeug hat übrigens auch meine CB500 nach Hause gebracht. Also da haben wir damals die Rückbänke rausgeschraubt, es geht relativ schnell und flott, und haben dann aus Linz und Umgebung meine Little Honda geholt. Natürlich kann man in dem Auto jetzt nicht von einem Fahrspaß im herkömmlichen Sinn sprechen, aber lustigerweise, und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, dieses Langsamfahren, also wenn ich jetzt da so rum manövrieren kann auf so holprigen Straßen, mich langsam hin und her bewege, wenn man da das Lenkrad, da kann man auch nämlich so schön herumrühren. Der Lenkeinschlag ist dem eines Panzers ähnlich, also man kann fast im Stand drehen. Ich glaube, es ist diese ultra bequeme Sitzbank bzw. Fahrersitz in Kombination mit dieser scheinbar komplett uneingeschränkten Rundumsicht. Also ich habe das Fahrzeug immer liebevoll Terrarium genannt in den letzten Jahren. Also es ist schwer, da einen expliziten Grund zu finden, aber wie gesagt, dieses Langsamfahren, also genau das, was ich da jetzt mache, das macht wirklich Spaß. Also mir macht Spaß. Alles nicht. Es gibt keine Klimaanlage, es gibt keine Airbags, es gibt kein ABS, es gibt keinen Turbo, es ist kein Turbodiesel. Die allerlängste Zeit war da natürlich ein Radio mit Kassettendeck an Bord. Und da gab es dann das technische Highlight der sogenannten Adapterkassette. Und da hat man dann natürlich den Discman damals, hat man dann damit verbunden und so die Musik vom Discman auf der qualitativ hochwertigen Anlage gehört. Aber ich weiß noch, mein Vater hat immer gesagt, dass die Lautsprecher einen sehr guten, klaren Klang haben. Und das stimmt also so, wenn man damit über eins hören möchte, dann funktioniert das an und für sich sehr gut.
Servolenkung, wie ihr sehen könnt, die gibt es glücklicherweise. Eine super stylische Lenkradschaltung. Es gibt sowohl rechts als auch links Schiebetüren. Und diese Tatsache hat vor, weiß ich nicht, so 10, 15 Jahren manche Leute durchaus verwirrt. Ein Schiebedach gibt's, das seit Jahren nicht mehr geöffnet wurde, aus Angst, dass es dann für immer und ewig undicht sein könnte. Die Zentralverriegelung, die gibt es nur für die hinteren drei Türen und die funktioniert dann da mit einem Knopfdruck oder funktioniert nur noch zu, naja, sagen wir mal, einem Drittel. Aschenbecher, 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 Drogenversteck. Das ist nämlich so eine Weitwinkelfolie, damit man sich beim Rückwärts einpacken leichter tut. Das war vor den Backpiepsauen. Eine Zeit lang waren sogar Vorhänge drinnen. Dafür braucht es die Gießkanne. Als Kind waren die Tachonadeln für mich immer Karotten. Ich meine, es ist schon eine karottige Farbe. Da liegen wahrscheinlich noch immer 10 Schilling drinnen. Ich glaube, wir haben das Auto 10 Jahre gehabt, bis ich dann das entdeckt habe. Oho. Der Bus hat den Motor vorne
und wird aber über die hinteren Räder angetrieben. Da ist quasi kein Gewicht auf der Hinterachse drauf. Ich weiß nicht, ob es ein Fahrzeug gibt, bei dem man im Regen mit weniger Geschwindigkeit driften kann. Besonders spannend wird dieses besonders leichte Heck dann unter anderem in Blitzeissituationen. Wenn man in so einem schwach motorisierten Auto unterwegs ist, dann wird man relativ schnell lernen, dass Schwung auch beim Autofahren eine sehr, sehr große Bedeutung haben kann. Und es gibt dann mitunter auch nichts Schlimmeres, als wenn einem der Schwung genommen wird. Geweigert hast, in der Nacht zu schlafen und so lange aufgeblieben bist, hinten kniend, bis du das Meer gesehen hast. Also ich habe jetzt die Hand schon am Gurt gehabt, ich konnte es nicht erwarten, weil ich wirklich Kroatien fällt immer ein. Da bin ich ja irgendwo hinten gesessen. Ja. Und das, genau das war mein Platz. Ja. Genau, ja, ja. Ich passe nicht mehr ganz so gut hin, muss ich sagen. Ja. Also jetzt ist es eher so ein aber ja, das war auch für mich eine der schönsten Buserinnerungen, da zu sitzen. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum ich uns jetzt da mit dem Bus habe herfahren lassen, und den werde ich jetzt gleich näher bringen. Sehr schön. So. Ich habe mir nämlich gedacht, im Idealfall schaffe ich, dass das Video so unterhaltsam wird, dass ich es auf meinen YouTube-Kanal stelle. Und dann wäre es aber natürlich schön, wenn es irgendetwas was mit Motorrädern zu tun hat. Ne? Es hat mir nämlich nicht gereicht, dass der Bus die CB quasi in die Heimat, in meine Heimat geholt hat. Das hat mir nicht gereicht als Bezug, sondern ich habe noch was viel Schöneres gefunden. Und zwar bin ich hier, du erinnerst dich ja dran, meine Zuseher nicht, ich glaube ich war 11, 12, sind wir immer wieder hierher gefahren mit dem Bus, weil ich damals ein Skater war. Also ich bin Skateboard gefahren und da sind wir hierher gefahren. Papa hat mich hergebracht, ich bin da eine Stunde auf und ab, habe mich ein paar Mal auf die Goschen gelegt und dann sind wir wieder heimgefahren. Na und das Schöne war dann aber einfach, dass hin und wieder hast es du mir vorgeschlagen oder ich habe mich selbst erdreistet danach zu fragen. Die größte Belohnung, nämlich nach so einem Tag, die war es dann, wenn ich eine Runde mit dem Bus fahren durfte als 12-Jähriger oder 11-Jähriger. Und das war dann halt eben genau hier.
Und was das jetzt mit dem Motorrad zu tun hat, das hat Folgendes mit dem Motorrad zu tun. Nein, weißt du was, fahren wir die Runde einfach ab und ich erzähle das noch im Auto fertig. Und zwar habe ich mich vor ein paar Jahren immer wieder gefragt oder damit beschäftigt, ich würde halt gern darüber reden können, wie sich Motorradfahren für mich anfühlt. Ja? Also einfach quasi, was da in meinem Innersten vorgeht, während ich die Maschine bewege. Und ich habe dann, irgendwie war ich dann auf der Suche nach vergleichbar positiven und schönen Erlebnissen, die ich hatte. Und habe mir gedacht, habe ich irgendetwas erlebt, wo ich sagen kann, das ist so ähnlich. Nein, ich habe immer hier umgedreht. Habe ich mir gedacht, das ist so ähnlich wie, also da gibt es irgendwelche Erlebnisse, bei denen ich gefühlt so in Ekstase bin, wie wenn ich am Motorrad sitze. Das klingt jetzt irgendwie total an den Haaren herbeigezogen, aber es ist wirklich so. Also als ich da für mich selbst überlegt habe, mit was könnte ich das Motorradfahren vergleichen? Also wann habe ich mich jemals so gut und so gut unterhalten gefühlt? Da war ich kurz beim Kartfahren und dann ist mir aber eingefallen, nein, als 12-jähriges Kind da die Runden mit dem Bus zu drehen, das war für mich genauso lauernd, wie es heute ist, am Motorrad zu sitzen. Also das Level der Ekstase vom 12-Jährigen und dem jetzt 27-Jährigen, der am Motorrad hockt und fährt, das war so circa das Gleiche. Das heißt, der Bus hat nicht nur das Motorrad zu uns nach Hause gebracht, sondern ich schaffe es halt vielleicht auch, dass ich sozusagen, wenn ich am Motorrad oben sitze und in allergrößter Ekstase bin, ich meine, dann werde ich unmittelbar nicht daran denken, weil da bleibt keine Zeit zum Denken in diesen schönen Momenten. Aber vielleicht werde ich dann irgendwann einmal zurück überlegen und draufkommen, so gut wie ich mich am Motorrad fühle, so gut habe ich mich de facto schon einmal gefühlt als kleines Kind am Steuer von diesem Gefährt. Ja. Schöne Erinnerung. Schöne Erinnerung, ja. Schöne Erinnerung.